Ja, aber wie gesagt, so meine aktuellen Favoriten für den Tomb Raider-Ersatz wären halt entweder Jack und Daxter the Precursor Legacy, weil es halt perfekt so zu Sly Cooper passen würde, was der Daniel gerade wieder Let's Played. Oder halt entweder die Resistance-Reihe. Da, Relikt, Relikt. Komm ich da jetzt schon ran? Soll ich den Sprung wagen oder? Ich sehe jetzt auch gerade nicht wirklich etwas, wo noch so. Moment. Festhalten könnte, schade, schade, außerhalb meiner Reichweite. Riskiere ich den Sprung oder riskiere ich ihn nicht? Nach was probieren geht über studieren. Nein, es ist. Gut, das war ein bisschen viel zu wenig. Das war ein bisschen viel zu wenig Platz. Gut, und Lara. Gut, okay, das ist selbst schuld. Da kann man keinen Bug der Welt für verantwortlich machen. Das ist halt einfach nur selbst schuld. Ach gut, ihr seht schon, die quasi Griechenland, die liegen quasi sowas wie Schreine für die verschwundenen Götter. Wir haben quasi gerade schon Atlas auf dem Namensschild gesehen, halt der Gott, der die Welt aus seinen Schultern trägt. Und auch namensgebend war für meinen persönlichen Lieblingscharakter aus dem Bioshock-Franchise. Gut, was heißt jetzt? Er heißt eigentlich nicht Atlas, sondern Frank Fontaine, aber ganz ehrlich, ich finde Fontaine, aka Atlas, aka welchen Namen er auch immer gerade zu ihm angenommen hat, bester Bioshock-Charakter. Dann war unten links, habe ich gerade in der Kamera gesehen, er verisst Zeugs, also spricht der griechische Gott der Schmiedekunst. Und der Lava bewegt dich. Ja, nein, 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 böse, böse. Böse Lara, böse, nicht mitten in der Luft hängen bleiben. Ich glaube, ich gehe lieber erstmal in einen anderen Weg. Das war eine gute Idee. Ich probiere es einfach mal. Nein! Kommt, 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 Leute, kommt! Das war jetzt aber gerade gleiche Höhe. Das war jetzt aber gerade gleiche Höhe. Oder? Kann ich da. Nein. Nein, nicht über die Böschung fallen beim. Lara, und da ist es schon wieder. Schon wieder. Seht euch das an. Seht euch das an. Dieses Einfrieren, dieses Bockige auf der Stelle stehen bleiben, dieses. Nee, du hast mich so oft getötet, ich helfe dir jetzt nicht mehr. Aber gut, ich sag's mal so, wenn es jetzt aus so einer dünnen Plattform passiert wie der hier, Lara. Hochkommen. Ja, das wollte ich eigentlich machen. Ah, eine Brücke. Eine Brücke, ich verstehe. Verstehe. Und sogar noch ein großes Medipack, was ich wahrscheinlich auch wieder bald verbrauchen werde bei meinem Blatt anstellen, aber ist egal. Ist egal. Komm hoch. Nee, es ist kein großes Medipack, es ist nur ein kleines Medipack. Was war das jetzt gerade für ein Knallgeräusch? Ich fühle mich einigermaßen beunruhigt. Nein, 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 nicht runterfallen, nicht runterfallen. Genau, festhalten. Es ist. Ich schwöre euch, Leute, als ich halt vor kurzem halt Anversion nochmal privat gespielt habe, um halt die Reliquien und Artefakte zu holen, ich den ersten nochmal vergessen hatte. Ja, die Bugs waren eins zu eins die gleiche. Ich hatte vielleicht so die Vermutung, dass. Na gut, das Tor von Eva ist es, hat sich jetzt geöffnet. Das ist halt einfach so. Wie soll ich sagen, dass es vielleicht nicht an der Aufnahme liegen könnte, dass er quasi die Einstellung, die hier halt getroffen hat, dass ich das halt so ein Full HD aufnehmen kann. Da. Schön. Die Fledermäuse spacken immer noch rum, aber schön, dass ich jetzt gerade halt eine Schrotflinte Muni an der Fledermaus verschwendet habe. Sehr gut, Greeby. Dass ich da nur noch irgendwie rüberkomme. Ah, gut, oh, gut, okay. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, dass ich jetzt nicht, dass ich jetzt hier noch x-tausend Mal in den Tod springe. Aber es lag tatsächlich hier nicht an den Einstellungen, die ich halt in der Aufnahme getätigt hatte, sondern es war halt wirklich das Spiel an sich. Also auch als ich private, einfach nur ohne Aufnehmen, einfach nur stupide weitergezockt hatte. Die Bugs waren eins zu eins die gleichen. Ich hatte halt Daniel halt auch ein. Nicht da unten hin? Ja, gut, ich kann da unten rein. Bitte lass da was versteckt sein. Bitte lass da was versteckt sein.
steckt. Wirklich nicht. Aha, okay. Ach, aber ich sehe, da unten ist das Relikt. Da unten ist das Relikt. Und... Gut, okay. Okay, ich merke schon. Ich merke schon, es wird genauso sein wie beim letzten Mal. Es wird echt... Ach, es wird entweder scheitert es an Bugs, dass Lava halt entweder mitten in der Luft hängen bleibt, oder scheitert daran, dass ich mich unerträglich glatt anstelle. Auf jeden Fall beides wundersame Art und Weise, ein Display künstlich in die Länge zu ziehen. Und Lara? Nein, nein. In so einer Situation wie diesen denke ich, na, es war vielleicht doch keine so gute Idee, den Todeskonter rauszunehmen. Auf der anderen Seite stell ich mir vor, wenn ich jetzt bei Min mal sterben, so ein Counter einnehmen würde, halt alle 5 Sekunden so bing, 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 bing. So, auf fest. Das ist doch echt alles nur noch Realsatire, Leute. Das ist doch echt alles nur noch Realsatire. Ich meine, seht euch das an. Seht euch das so einfach an. Kann ich mich... Na gut, immerhin kann ich mich befreien. Weil ich kann einfach diese riskanten Sprünge, dass ich mich einfach nicht da so weiterhangeln kann, sondern extra springen muss. Ich kann einfach diese Risikodinger, wo man halt nicht weiß, ist das jetzt so richtig, was ich mache, oder eher nicht. Gut, nochmal hier durch. Weil auf der einen Seite, man sieht ja quasi so liegt mit da unten weiß, komm, du kannst die auch jederzeit privat wieder einsammeln. Aber wenn man sie dann erstmal gesehen hat, will man sie auch einfach nicht mehr loslassen. Ach. Irgendwas, auf was ich noch schießen kann, was mir irgendwie einen Vorteil verschafft? Ah, sieht ja nicht so aus. Weil ich weiß, dass die Reliquie genau unter mir ist. Aber, ach, trau ich mich oder trau ich mich nicht? Na komm, ich trau mich einfach mal. Ich trau mich einfach mal und bereue es gleich schon wieder. Bereue es gleich schon wieder. Erstmal Energy. Verdammte Scheiße, das ist echt... Ich will nicht wissen, ich hab's ja gerade schon gesagt, ja, nur noch vorletzte Aufnahme. Die letzten mache ich dann 2 Gebiete aneinander, weil die kürzer sind, aber... Ich kann mir schon vorstellen, dass diese Aufnahmen gar nicht so kurz sein werden, wenn ich mir jetzt Ziel nehmen werde, Griechenland komplett durchzunehmen, ich aber schon am Anfang wieder so anstelle. Und diesmal kann ich es ja größtenteils nicht auf Bug schieben, sondern eher auf das eine glatt anstellen. Und wenn ich jetzt schon sehe, dass halt quasi Griechenland wesentlich hier Kletterpassagen freundlicher ist als Peru, was ja dann teils noch eher Rätsel und Schießereien waren. Oder muss ich mich runterfallen? Ja, ich überlege gerade, muss ich mich hier vielleicht runterfallen lassen? Aber es sieht auch schon wieder so glatt und rutschig aus an der Stelle. Hm. Moment, X. Ach, ich sehe gerade, ich glaube, ich muss da unten mit der Leiter, denn da das Ding da unten mit dem Haken vorziehen und dann könnte ich vielleicht dort weiter. Na gut, ich vertraue mal darauf. Ich vertraue mal darauf, dass das, was ich mir gerade gedacht habe, schon der richtige Weg sein wird. Und gehe jetzt einfach mal hier weiter. Gut, Lara, benutze die Macht und zieh den... Geh mir so um, ja. Gut, okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt so geplant war oder nicht, aber auf jeden Fall. Was hat das jetzt genau bewirkt? Vor allem frage ich mich, hätte ich jetzt an der Stelle nicht sterben können, wenn ich genau unter dem Ding gestanden hätte? Mysterien über Mysterien. Ich setze mal all mein gelinde gesagte schwindendes Vertrauen in Lara. Diese Slow-Motion-Drehung. Auch nicht schlecht. Aber scheint... gut, okay. Jetzt bin ich mal gespannt, passiert hier das Gleiche, oder? Nein, gut, okay. Hm. Wird es irgendwas bringen, wenn ich mich da jetzt, sobald das Tor sich öffnet, da dranhangeln würde? Oder geht das nicht?
Gut, okay, so irgendwas wird das schon bringen. Ach, das sieht doch schon mal sehr nach Jump'n'Run-Passage aus. Moment mal, was sagt. Ich schrecke immer den falschen Knopf. Ich will immer halt ins. Auf das Tagebuch zugreifen, aber gehe halt immer. Ja, hier, auf die falsche Taste. Das Tor kann man sicher anheben. Das Tor kann man anheben. Das Tor kann man anheben. Gut, okay, falsch gedacht. Aufgucken. Wie ich das jetzt am elegantesten mache. Oh, gut, okay, auf jeden Fall so schon mal nicht. Na gut, aber scheiß drauf, ich bin drüben. Ich bin drüben und... Was genau hat das jetzt da gebracht? Also ich sehe, da ist schon mal wieder irgendwas, vielleicht... Irgendwas für die Hauptstory, vielleicht ein Artefakt, wer weiß. Ich schätze mal, ich hätte irgendwas nur drüben mit dem Hebel machen müssen. Und ich blicke gerade das Prinzip nicht von diesen Dingern. Vielleicht muss ich einfach auf den erhöhten Plattform stehen. Oder vielleicht auch auf die niedrigen, weil der Blitzer bekanntermaßen immer an der höchsten Stelle einschlägt. Und? Ja, was? Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Also entweder verwechsel ich gerade, mache ich gerade irgendwas falsch, oder? Gut, das Zelt kann man wirklich nicht zerstören. Ich sehe jetzt hier aber auch an den Seiten keinen Eingang. Ach, oder was ich mir vielleicht denken könnte, vielleicht muss ich jetzt hier hoch. Ah, da, auch nicht. Was ich mir denken könnte, dass ich hier vielleicht den Hebel auf der anderen Seite betätigen muss und dann wieder schnell genug durchschlüpfen muss, aber... Ich probiere es einfach mal, weil andernfalls wüsste ich jetzt auch nicht, was der andere Raum jetzt sagen sollte. Nein, okay, da passiert nichts. Aber irgendeine Bedeutung muss das doch haben. Fahren wir nochmal hoch. Und jetzt vielleicht jetzt, wenn er runterfällt? Ja, Tatsache. Nein, der hat jetzt tatsächlich nichts bewirkt. Hä? Okay, also ihr merkt schon wieder, Rätselraten und ich im Spiel, wir sind die allerbesten Freunde. Wir kennen und buchstäblich hassen uns seit Kindheitstagen. Logische Denken spielen wir jetzt nicht einfach nur simpler Ballerei oder gewissen kleinsten logischen Kombinationen. Rot ist echte. Wir sind, wie Harley Quinn jetzt sagen würde, wir sind Freunde wie Speck und Ei, unzertrennlich. So, aber irgendetwas muss ich hier doch tun. Meine. Gut, okay, also die erhöhten Plattformen kriegen den Schlag verpasst. Und die niederen sind sicher. Aber was soll mir das jetzt sagen? Ich meine, wo geht's denn hier jetzt weiter? Sicher, dass ich mit dieser Kugel nichts machen muss? Okay, Lara, vielleicht wirklich ein Tipp? Das Tor kann man sicher anheben. Ja, das Tor kann man anheben. Das habe ich auch schon mitgekriegt. Ach, das kribbelt. Aber was genau soll ich jetzt hier machen? Ja, ich sehe schon, die Aufnahme wird ein bisschen länger werden als Peru. Irgendetwas wollen die doch sicherlich, dass ich hier mache. Nur was soll ich hier machen? So, wir trachten mal den Raum nebenan ganz genau. Kletterpassagen.
Ein Objekt, was aber ebenfalls hinter diesen Sperren bewacht steht. Das sieht auch aus wie ein komplett anderer Raum. Und mit dieser Kugel hat es nichts zu tun. Ich kann auch da oben nicht einfach dieses Ding abschießen. Was wollen die, dass ich hier mache? Ich meine, hier sind ja auch keine Neben- und Nebenräume oder sonstiges, was ich hier, aus dem ich hier Kapital schlagen könnte. Aber ganz ehrlich, wenn die jetzt wollten, dass man die Gräber in einer bestimmten Reihenfolge abarbeitet, dann würden die doch nicht einfach so machen, dass man sofort zu Helfer Istois gehen kann. Oder vielleicht bin ich hier auch von einer völlig falschen Seite reingegangen. Das kann natürlich auch sein, dass ich vielleicht da irgendwas machen muss, dass ich daraufhin die Spiele segne und ich dann eigentlich zuerst hier reinkommen sollte. Ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass ich noch zu früh bin an der Passage. Weil andernfalls würde es auch gerade echt nicht einfallen, weil mit dem Tor, das eine Tor unten ist abgefallen. Der Hebel ist gezogen, also damit hat das schon mal nichts zu tun. Ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass ich zu früh hier war. Gut, in dem Fall, nur wie komme ich jetzt hier wieder weg? Wie komme ich jetzt hier auch wieder weg, ohne großartig Schaden zu nehmen? Kann ich. Ist da hinten irgendwas zum Festhalten? Ich lege mal mein blindes Vertrauen in meine Künste und sage, dass ich kein Vertrauen in meine Blindkünste legen kann, wie mal wieder so oft bewiesen wurde. Das kann doch jetzt echt nicht sein, wenn der Hefer ist, Dois. Gott der Schmiedekunst. Ob mir das vielleicht irgendeinen Hinweis geben sollte? Ich meine, das kann doch jetzt echt nicht sein, dass ich entweder übersehe ich gerade was ganz Offensichtliches, oder ich soll hier wirklich erst später reinkommen. Na gut, ich probiere hier erstmal wieder rauszukommen. Das könnte ich. Upsala. Alaram, nichts zu gewagt. Nichts zu gewagt. Denk dran, wir wollen überleben. Und. Gut, korrigiere. Ich will überleben, aber irgendwie schaffe ich das nicht so ganz. Was? Ich bin jetzt echt bescheuert. Was will das Spiel jetzt, was ich hier mache? Ich meine, wirklich zurückkommen komm ich nicht. Gut, das war jetzt auch glatt. Vielleicht kann ich mich noch in die andere Seite drehen, dass ich mich da unten festhalten kann, aber ich bezweifle es einfach mal. Nein, Tatsache nicht. Tatsächlich nicht. Dann bin ich hier wohl erstmal gefangen. Dann bin ich hier wohl in der Tat erst einmal nicht gefangen. Ah, das sind wieder so diese Momente. Man weiß, es muss ja irgendwie eine Lösung geben. Nur was für eine. Meine, hier in dem Raum verändert sich ja auch nichts, solange das Ding, ich meine, das Muster am Boden bleibt das gleiche, die Pfähle unten bleiben gestützt. Mit dem Haken kann ich nichts ranziehen. Oder? Nein, Tatsache nicht. Okay, es kommt gerade das Checkpoint-Geräusch, aber es wird kein Checkpoint unten angezeigt. Ah, ich will es auch lieber nicht riskieren. Was könnte das Spiel hier von mir wollen? Hm.
das echt. Ich bin jetzt gerade echt richtig hart am Überlegen. Entweder liegt der Fehler bei mir oder ich habe gerade vielleicht auch einfach irgendetwas ganz ungünstig. Moment, Moment, ich sehe was. Ich sehe was. Höher gelegene Plattform. Aha. Oh. Aha. Aha. Na, siehst du? Geht doch. Geht doch. Unfassbar. Ich hab's geschafft und ich war gerade schon wieder an der Schwelle zu sagen, na gut, dann gucke ich mal später nach.